Ja, meine Lieben, ich habe heute, na, kann man es erkennen? Ja, den sogenannten Mini-Pringel am Start. Ja, ab und zu gucke ich aufs Handgelenk, wegs Display. Und was mache ich heute? Ja, draußen ist es wirklich richtig. Das Ding mal drehen hier, dann kann ich besser drauf gucken. Draußen ist es richtig arschkalt, aber ich hätte so Bock gehabt zum Fahrradfahren heute. Dann habe ich gesagt, nee, das ist mir zu kalt. Dann habe ich ein bisschen überlegt. Ich habe meine Handschuhe da, habe ich gefunden. Ja, und was ich dann noch habe, ist meine Thermohose und Shirtteil da vom Motorradfahren. Da zwänge ich mich jetzt rein. Ja, und dann gehe ich heute doch Fahrradfahren. Aber Brotzeit muss ich mir noch herrichten. Schönes Schinkenbrot mit Ei. Aber jetzt zeige ich euch schnell am Monitor, wo ich hinfahren möchte. So, schauen wir mal, ob man das halbwegs sehen kann hier. Also hier ist mein Zuhause. Dann muss ich hier durch Lauingen wieder durchradeln. Hier runter. Dann hier entlang. Durch den Kreisverkehr. Und dann die erste links zum Auwaldsee. Jo, den möchte ich mir heute mal schnell angucken. Ja, und dann sehen wir weiter. Wie, hier gibt es einen Stadtwald. Lauinger Stadtwald, den kenne ich auch noch nicht. Muss ich mir auch noch alles angucken. Jo. Und genau dazu habe ich mir mein Fahrradl wieder fit gemacht, sozusagen. Ja, jetzt mache ich mir schön Brotzeit, packe mir eine Satteltasche mit Brotzeit, was zum Trinken, und dann sehen wir uns draußen. So machen wir das jetzt. Der Wind bläst ganz schön kalt. Aber ich merke ihn eigentlich bloß im Gesicht. Ja, und jetzt an der linken Hand, weil ich nur hier einen Handschuh anhab. Ja. Mein Fahrradtacho habe ich immer noch keine Batterie drin. So ein Mist. Das ärgert mich jetzt schon ein bisschen. Ja, muss ich nächste Woche gucken. Ich hoffe, von den Windgeräuschen geht's. Naja. Einfach halt ein bisschen Fahrrad fahren. Dass man nicht ganz aus der Übung kommt. Ich hoffe, dass ich heute Abend nicht wieder Bepanthen brauche. Naja. So. Da vorne kommt schon der Kreisverkehr in Sicht. Ganz da vorne. La la la. Jo, da vorne ist der Kreisverkehr, da noch drüber und dann links, also so weit. Naja, kommt drauf an, ob ich jetzt noch um den See rumfahre oder nicht. Schauen wir mal. Mit dem Fahrrad im Kreisverkehr war ich, glaube ich, auch noch nie. Ah, ein Kreisverkehr und eine Miezekatze. Da schon den See rüber. Auwaldsee, jawohl, ich kann es schon lesen. Naja, verschwommen. So, jetzt müssen wir da rüber. Autos kommen von hinten und von vorne. Schauen wir mal, was es da alles gibt.
Erholungsgelände, Auwaldanlagen, bla 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 bla. Offene Feuerstellen sind ausschließlich auf den von der Stadt eingerichteten Grillplätzen und dort nur zwischen 8 und 22 Uhr erlaubt, bla 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 bla. Naja, schauen wir mal. Naja, viel zu viele Leute in der Gegend hier. Ganz nett wäre es hier ja, aber ja, viel zu viele Leute. Wie ich schon gesagt habe, da kommen schon wieder die Nächsten. Oh Mann. Ja, da wären auch immer so schöne Ausbuchtungen, aber nein, nein, nein. Und schon wieder Leute. Verdammt, es ist doch furchtbar hier. Nein, nicht schön. Und schon bin ich am hintersten Ende vom Auwaldsee. Da, wenn man grillen dürfte. Da hinten Klappgrill aufstellen. Oh, das täte mir gefallen. Aber da wird es mit definitiver Sicherheit Ärger geben. Aber das da hinten, das wäre ein geiles Plätzle. Aber hilft nichts. Ich mache jetzt bloß ein kurzes Rauchpäuschen und dann fahre ich weiter. Weil so viele Leute wie hier, da kommen schon wieder welche von der anderen Seite, stehen welche. Dann mache ich nicht einmal Brotzeit. Nee, das ist mir zu anstrengend, sage ich einmal. Oh ja, gut. Oh, jetzt mache ich die Cam komplett aus. Fahre einmal wieder auf der anderen Seite entlang vom See bis zum Eingang und dann überlege ich mal, wo ich noch hingurk. Ja, ganz genau. Nächster Zwischenstopp am Donauufer. Sieht man sie? Da ist die Brücke hinter mir, wo es direkt nach Lauingen reingeht und danach kommt dann auch gleich so ein kleines, gemeines Bergerle. Deswegen war ich auch das letzte Mal so außer Atem. Ja, weil da hochradeln, das braucht eine Weile, bis man sich erholt hat. Aber ich habe jetzt keinen Bock, mich hier in den Schotter zu hocken, weil hier ist alles nur so schottrig. Wäre hier jetzt eine Bank gewesen, hätte ich hier jetzt mein Brotzeit gemacht und wäre dann wieder heimgefahren. Aber so schiebe ich noch in die Richtung da hinten noch ein Stückel. Vielleicht finde ich da ja eine Bank, einen umgesägten Baum oder sonst irgendwas. Weil, nee, da drüben ist mir jetzt auch viel zu viel los. Schauen wir mal. Jo, aber am Auwaldsee. Ja, ich denke, das ist auch zum Planschen gedacht im Sommer, das vordere Eck mit der Liegewiese. Schönes Fleckchen Erde, muss ich sagen. Ja. Gut, dann springe ich wieder auf mein Bike, mein Fahrradl und radel mal dahinter. Ja, Leute, ich fahre hier jetzt diesen Privatweg hier entlang. Jetzt hat sich mein Display wieder verabschiedet. Die Verbindung getrennt. Ja. Und hier zum Beispiel wäre jetzt ein Plätzle, wo ich mir vorstellen könnte zu grillen. Ja. Aber ich fahre jetzt noch weiter, vielleicht finde ich noch was ruhigeres, weil ja, hier sind auch gleich Gebäude. Ey Leute, wie war das damals mit dem Witz, zur Not grill ich unter einer Donaubrücke? Ja, also hier einen Klappstuhl mitbringen, mit herstellen und sich am Arsch lecken lassen und einfach hier grillen, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Man hätte halt ab und zu das Kartung da oben von den Autos, aber es wäre eigentlich an und für sich ein nettes Plätzle. Ja. Aber ich fahre jetzt den Weg hier hoch, fahre über die Brücke rüber und fahre dann da drüben den Weg entweder wieder zurück oder weiter vor. Hm. 15.14 Uhr haben wir es mittlerweile. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Aber ab hier, das Stück in der Richtung, werde ich mal mir merken.
Da werde ich vielleicht einmal noch weiter gucken. Gurken. Ja, mit dem Fahrrad weiter gurken. Aber jetzt fahre ich da rüber und schaue, ob ich da ein Bänkli kriege, weil. Ich könnte mich hier jetzt auch auf so einen Stein. Ich hocke mich hier jetzt auf so einen Stein und mache einfach unter der Donaubrücke Brotzeit. So ganz stylisch. So, was haben wir denn hier? Eine Rolle Klopapier. Was zum Trinken. Und ein belegtes Brot mit Ei. Mit Schinken und mit Ei. Ja, genau. So. Oh, an der Wand entlang rutschen und hinhocken. Boah, Leute, man wird echt alt. So. Oh, ich liebe belegte Brote mit Ei und Schinken. Auch wenn das Brot ziemlich ramponiert aussieht. Das ist mir jetzt wurscht. Na. Hauptsache Ei und Schinken auf mein Brötchen. Soll ich euch was verraten? Also zwei mögliche Grillplätze hätten wir. Genau. Ich glaube, ich fahre da drüben jetzt wieder zurück. An der Donau entlang. Nicht durch Lauingen. Fahren Sie nicht an Burger King vorbei. Fahren Sie nicht an McDonald's vorbei. Fahren Sie direkt an der Donau entlang. Hier machen jetzt die Kaffeebecher wenigstens richtig Sinn. Das schmeckt auch viel besser. Das ist ja fast schon wie in einem Livestream. Ich mache jetzt einen Livestream. Genau, Leute. Ich mache jetzt einen kleinen Livestream. Genau, das mache ich jetzt. Und dann fahre ich zurück. So, Freunde, zurück in meinen kleinen und gruseligen Keller. Den Fahrradtacho stecke ich mal gleich mit ein, dass ich nach einer Batterie gucken kann. Und irgendwo in diesem Saustall hier, was heißt Saustall, ich habe ja keine andere Wahl gehabt, steckt der Klappo. Aber vielleicht ist er ja das sogar da hinten, ich weiß es nicht. Der Karton ist zu dünn, glaube ich. Oder irgendwo hier unten. Naja, da muss ich mich ja mal noch durchwühlen, weil ganz da hinten, die Kamera abgeschalten, komisch. Ganz da hinten sind nämlich auch meine Klappstühle.
wo ich einen rausholen muss. Ach, mein Schleifbock habe ich ja abmontiert. Ah, gut. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier irgendwas zu finden wird ein Riesendrama sein. Aber es hilft nichts. Da werde ich halt da oben doch noch die leeren Kartons teilweise entsorgen. Oben entlang und ja, von hier unten das Zeug dann aufwuchten. Irgendwas muss ich machen, weil so ist einfach eine Katastrophe. Wenn ich irgendwas brauche, ich finde es nicht. Ja, ganz genau. So schaut's aus in einem gruseligen kleinen Keller. Und jetzt gehe ich hoch, da tue ich mir dann noch meine Belohnung herrichten für heute. Und die zeige ich euch dann noch und dann quatschen wir noch ganz kurz. So, meine Lieben, wieder zu Hause und ja, im Keller habt ihr mich ja eh schon gesehen. Und der scheiß Display regt mich auf. So, meine Lieben, meine Belohnung für mich persönlich heute ist ein riesiges Stück Käsesahne. Die lasse ich mir jetzt schmecken. Oh, noch leicht gefroren. Runtergefallen. Scheiße. Nee. Naja. Fazit zu dem heutigen oder zu der heutigen Fahrradtour. Geil war es wieder. Mir hat es super gefallen. Das Einzige, wo es mich dann gefroren hat, waren die Hände unter der Brücke in der Pause. Also habe ich auch noch wirklich einen Livestream gemacht. Kann man sich auch noch nachträglich angucken. Unter einer Donaubrücke heißt der Livestream, glaube ich. Naja, da bin ich auch noch auf Ideen gekommen, beziehungsweise haben mir Zuschauerideen näher gebracht. Ja, und da muss ich jetzt einmal überlegen. Aber ansonsten, ja, ich würde mal sagen, zwei Grillmöglichkeiten gefunden. Aber die Suche geht noch weiter. Vielleicht finde ich noch was Ruhigeres. Und schauen wir mal, dann sehen wir schon. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ob auf dem Fahrrad, am Herd, am Grill oder sonst wo, ist alles möglich. Also dann, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.